Moment, Moment. Kann man das eigentlich einfach schlichtweg so zusammenhauen oder wie oder was? Frostetes Blei. Ich glaube, die Einzelsachen, die kann man jetzt noch nicht verbinden, beziehungsweise überhaupt nicht. Okay. Okay, und ja. Tja, das müsste hoffentlich reichen. Es ist einfach so ein kleiner Bausatz, ne? Und je, Dieses Fenster scheint der einzige Weg nach draußen zu sein. Ich will rein, nicht raus. Dieses Fenster scheint der einzige Weg nach draußen zu sein. Juhu, das nächste Rätsel. Wo kommen wir eigentlich rein? Ach, hier liegt auch noch was. Meine Güte, nein. Dieser alte Lumpen könnte sich als Atemschutz eignen. Ich muss meinen provisorischen Atemschutz befeuchten. Einige alte Nägel. Ich wollte gerade sagen, brauchen wir in einem Leiterzimmer nicht ein paar Nägel? Deswegen dachte ich das gerade schon. Ich krieg's noch hin. Ach so, und den Hammer muss ich auch noch mal, damit ich das... Ach so. Ah. Okay. Deswegen, ich dachte eben schon, das Krüppelchen soll eine Leiter da stehen. Atemschutz befeuchten, also würde ich mal sagen, den brauchen wir noch nicht. Ich brauche das und das zusammen. Das sieht ja sehr geil aus. Falls jetzt jemand Fußball spielt, haben wir gleich eine Tröte. Das mit dem Rätsel ärgert mich bis zu geht nicht mehr. Das könnt ihr euch nicht geben, wie sehr mich das ärgert. Da habe ich es dann endlich geschafft und da seid ihr nicht mal dabei. Das ist so ein Scheiß. Ich hätte es euch gerne gezeigt für Leute, die zum Beispiel jetzt das spielen wollen und nicht wissen, wie es geht. Es tut mir leid. Zum Thema Befeuchten. Moment. Nein. Ja, jetzt habe ich wieder das Falsche gedrückt. Ich bitte um Vergebung. Dieser Lumpen sollte als Atemschutz ausreichen. Ja. Geil, ne? So, und jetzt nehmen wir mal das Teil und ich hoffe, das geht jetzt. Ich hoffe, diese Leiter hält mein Gewicht aus. Oh, bitte. Und los. Dein Gewicht. Du wiegst vielleicht... Oh, was wiegt denn? Was könnte diese Bodenstange wiegen? Mein provisorischer Atemschutz wird zwar nicht viel bringen, aber wenigstens kann ich das Gebäude für eine kurze Zeit unter die Lupe nehmen. Kurze Zeit, na, mal gucken. Das Gas muss abrupt ausgetreten sein. Selbst die Tiere hatten keine Zeit mehr, sich zu retten. Oh nein, die Ratte, oh Gottchen. Oh nein. Ich brauche etwas. Oh, wir hatten auch mal eine Ratte. Ich finde Ratten voll süß. Ich brauche etwas. Vielleicht ein Schlüssel? Ja. Ich brauche etwas. Ja, was willst du denn damit jetzt? Ein Schloss knacken? Deinen Hammer hast du ja nicht mehr. Hast du kaputt gehauen an der Leiter. Okay, gucken wir mal kurz weiter. Diese Eisenstange hilft mir sicher weiter. Eine Eisenstange. Vielleicht schaffen wir es ja damit. Was haben wir hier? Jemand hat das Gebäude überstürzt verlassen. Das Gas muss abrupt ausgetreten sein. Wie viele Ratten haben die eigentlich? Voll geil. Ich sah auch noch voll geil, aber ich mag Ratten wirklich nicht unbedingt im Haus. Ein Schweißbrenner eignet sich bestimmt zum Öffnen von Tresoren. Der Gasbehälter ist jedoch leer. Oh Gott, nicht ernsthaft, Moment. Den Gasbehälter? Ich brauche etwas. Ich habe gedacht, ich dran. Dümmste Idee ever, ich weiß. Danke. Ach, das ist das Gasleck. Die Tasche muss hinter diesen Rohren sein. Das erklärt, warum der Schurke jemanden wollte, der sich mit Gas auskennt. Er muss die Tasche hier in großer Eile versteckt und dabei die Leitung beschädigt haben. Was ein Buhn. Die Tasche steckt fest. Ich glaube nicht, dass ich sie... Ich will sie auch nicht rauskriegen. Ich will diese Scheiße da machen. Die Tasche steckt fest. Ich glaube nicht, dass ich sie rauskriege, ohne dabei das Bewusstsein zu verlieren. Für immer. Ich brauche einen besseren Atemschutz. Einen besseren Atemschutz, ja. Schön, aber aus dem Arsch ziehen und so weiter. Was haben wir denn dabei? Können wir noch was bauen? Jetzt mal wieder dieses provisorische einfach alles ausprobieren. Schweißbrenner ohne Gas. Ich habe nix Idea.
Schutzmaske. Nein, 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 nein. Also, Holmes, manches Mal. Sag mal, was soll denn das? Hallo? Ich habe überhaupt nicht auf diese Knacktaste gedrückt. Knacktaste. Was hat denn... Ich meine, ich habe immer... Ich hätte eine Scheißordnung, aber... Aber hier ist doch gar nichts mehr. Hm. Schutzmaske. Wo kriege ich denn eine Schutzmaske her? Also ich denke mal nicht, dass ich jetzt noch irgendwas hab. Moment. Gehen wir nochmal raus. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich gerade sowas habe. Ich könnte ja mal zum Hospital rennen und fragen, ob der Doc sowas hat. Wahrscheinlich will er dann wieder, dass ich hier irgendein, keine Ahnung, irgendeinen Gefallen tue, eine Kamasutra-Stellung zeige oder was weiß ich, was für beschissene Ideen, die dann wieder kommen. Ist doch wahr, ey. Ich gebe ihm das, aber erst dies und Paul und Blubbeli. Ich meine, gut, andererseits, was will man öffnen? Es gibt keine. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, eine Gasmaske kriegt man ja nicht im Hospital, aber wo denn sonst? Schusterei, der wird beobachtet. Vielleicht muss er da manchmal mit irgendwelchen... Hast du eine Gasmaske Guten Abend, für mich? Sir. Guten Abend, tut mir leid, aber ich schließe gerade. Scheint ein argwöhnischer Mensch zu sein. Ich muss einen Weg finden. Lol. Guten Abend, Sir. Guten Abend. Tut mir leid, aber ich schließe gerade. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das... Also, das war Zufall. Ich bin gekommen, weil ich das hier gefunden habe. Bei Abrahams Bart. Das ist vom kleinen Moses, dem Sohn eines Nachbarn. Er wurde vor einigen Wochen auf der Straße angepöbelt... Und man hat ihm das Amulett weggenommen. Wenn Sie es mir aushändigen, gebe ich es ihm und Sie erhalten eine Belohnung. Das verspreche ich. Geld interessiert mich nicht. Wer sind Sie, Sir? Und was wollen Sie von mir? Ich bin ein Freund von Dr. Watson. Sie kennen ihn, nicht wahr? Wenn das so ist, heiße ich Sie herzlich willkommen. Dr. Watson ist ein guter Mensch und ich helfe einem seiner Freunde gerne. Ja, geil. Ich meine, ich wusste es nicht, aber es gab ja jetzt nicht... Also da muss ich sagen, dass... Ne, also das mit dem Amulett, ich hatte keine Ahnung und ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wie ich drauf hätte kommen sollen. Ich habe nur die ganze Zeit gedacht, was soll dieses Amulett? Das passt irgendwie gar nicht zum Rest und ich weiß nicht. Sie arbeiten das war weibliche mit Leder Intuition. Und gerben es möglicherweise selbst. Gerber tragen doch spezielle Schutzmasken gegen die giftigen Dämpfe aus den Bottichen, in denen das Leder eingeweicht wird, nicht wahr? Ich muss einige Reparaturarbeiten durchführen, was jedoch ohne geeignete Schutzmaßnahmen nicht möglich ist. Versuchen Sie es bei meinem Cousin Abraham. Er hat eine Tierhandlung, ein Stückchen weiter die Gasse hinunter. Sagen Sie ihm, dass Isaac Sie geschickt hat. Ach. Das bin ich. Nee, ehrlich? Boah. Ich muss los. Grüßen Sie. Das Ding ist, das mit dem Hospital war natürlich albern, aber ich habe diese dumme Schusterei total vergessen. Das stimmt. Das ist nicht nur in Schustereien so gewesen. Hutmacher zum Beispiel haben teilweise auch irgendwelche... Was war denn das? Die haben irgendwie Quecksilber oder sowas benutzen müssen oder irgend sowas, habe ich mal gelesen oder gehört. Und diese Gerüche davon, die haben die teilweise wirklich so ein bisschen gaga gemacht. Daher kommt diese verrückte Hutmachermasche. Von Alice, habe ich zumindest mal gehört. Von den Produzenten. Also ich habe Alice im Wunderland, diese Kinoverfilmung, mal angeguckt. Ich liebe diesen Film. Und habe mir danach, wo wollte ich hin? Zu viel gequatscht. Und habe danach, scheiße. Mal geguckt, wie, wo, was. Und solche Textilien werden, und dafür braucht man häufig Gasmasken. Wie auch immer. Er hat eine Tür ein Stückchen weiter die Gasse hinunter. Ah, okay. Ein Stückchen weiter die Gasse hinunter. Von wo bin ich jetzt eigentlich gekommen, frage ich mich im Moment. Okay, wir sind jetzt hier. Die Gasse hinunter, also dahin. Ui, rennen... Watson sei schon. Ich bin schon so gewohnt, mit Watson hier. Mit Watson zu spielen. Hier. Oh, süß. Geil. Keil, genial. Mit K... nur das arme Tier da drin, aber...
Cool. Kann man sich hinhocken? Oh, ich liebe Kobras. Die sind ja so geil. Ich würde für mein Leben gerne mal eine Schlange auf dem Arm, in Anführungszeichen, nehmen, also über die Schulter. Nicht unbedingt eine Kobra. Diese Viecher sind verdammt giftig. Und auch nicht unbedingt eine Würgeschlange, was die Schlangen halt sehr eindimmt, muss man sagen. Oh, süß. Aber wer hält sich denn den Waschbären? Ah ja. Oh, Echsen, ich liebe Echsen. Echsen sind so cool. Tut mir leid, aber ich wie ein kleines Kind hier. Oh Gottchen! Oh süß, ein Mops. Ein süßer kleiner Mops. Oh, so süß. Ich will alle. Oh. Olli will ein Keks. Ja, ich bin so ein Kindskopf, was das angeht. Ich liebe Tiere. Oh, süß. Tut mir leid, ich bin ein solcher Tierfanatiker, das ist nicht mehr normal. Guten Abend, Sir. Guten Abend. Irgendwie seht ihr alle gleich aus. Ich wette, da kommt gleich wirklich so ein Piepmatz rausgeflogen. Sie müssen Abraham Solomonowitsch sein. Ihr Cousin Isaac hat mich an Sie verwiesen. Er meinte, Sie können mir vielleicht weiterhelfen. Ich brauche für Reparaturarbeiten eine Schutzmaske, wie Sie Gerber benutzen. Ich kann Ihnen helfen, aber meine Schutzmaske ist in den großen Schlangenkäfig gefallen und das sind ziemlich gefährliche Biester. Ich weiß nicht, wie ich sie da wieder rausbekommen soll. Klar doch. Aber Sie haben doch sicher Gerätschaften für einen sicheren Umgang mit diesen Tieren, oder? Natürlich, aber mein Haken ist leider kaputt. Er müsste hier irgendwo liegen. Wenn Sie dieses Biest aus dem Käfig herausbekommen, tun Sie mir damit einen großen Gefallen. Oh Gottchen, die arme Schlange. Ja, es gibt für Schlangen eine... Dieser Käfig sollte für die Schlange geeignet sein. Es gibt für Schlangen... Dieser Käfig sollte für die Schlange geeignet sein. Sag mal, wie viele Käfige... Wie vielen Dinger willst du denn das Ding verteilen? Sag mal. Nochmal, es gibt für Schlangen... Ein, wie so eine Art Hundeleine zusammen in Verbindung mit einem Stab. Einem längeren Stab. Wie soll ich denn das erklären? Ein kaputter Haken. Hoffentlich kann ich ihn irgendwie reparieren. Vielleicht finde ich in Isaacs Werkstatt etwas, was mir weiterhilft. Oh Gott, ey, bin ich eigentlich euer Bimbo? Sag mal. Also, das ist genau das, was ich meine, ey. Hätt's die Kanamasutra-Stellung nicht auch getan, obwohl, da ist wohl Holmes der... Vielleicht finde ich in Isaacs... Ja, ich hab's verstanden. Da ist Holmes wohl der allerletzte, den man ansprechen sollte, denn der juckt sich, der interessiert sich ja überhaupt nicht für das weibliche Geschlecht, beziehungsweise überhaupt ein Geschlecht für intime Themen, sag ich's mal so. Das juckt den ja gar nicht. Der ist ja einfach nur wie so eine Maschine, ne? So, hast du irgendwas für mich? Du sollst mit ihm sprechen. Du kannst ihn auch von mir aus abstechen. Hauptsache, du machst irgendwas. Ich brauche einige Gegenstände für Ihren Cousin Abraham. Kann ich sie mir von Ihnen ausleihen? Aber natürlich. Oh, gib mir bloß nicht welche in die Hand. Jetzt muss ich sie wieder selber suchen. Sehr höflich. Das könnte sich als nützlich erweisen. Ja, eben. Das ist die Schnur. Da brauchen wir nur noch was, wo wir sie dran machen. So sollte es klappen. Ja, ich meine, das ist natürlich absolut logisch. Ist so wie bei Detektiv Conan. Da fliegt irgendwo ein Vogel, der kackt irgendwo einen Haufen hin. Jetzt ist mir klar, wie der Mörder das gemacht hat. Und jetzt ist mir auch klar... So sollte es klappen. Ja, so sollte es klappen. Natürlich, ich meine, absolut logisch. Also ich weiß schon, wie und was, ne? Nee, keine Peilung. Okay, probieren wir es mal so. Auch nicht. Aha, okay. Aha. Okay, also so in der Art, ja. Na gut, das wird jetzt blödsinnig sein. Ne? Wird wohl hinhauen. Keine Ahnung. So hatte ich das eigentlich nicht unbedingt, aber so ähnlich. Wenn ihr jetzt mal rechts oben guckt, eigentlich ist an dem Ende dieses Hakens immer eine Schnur, die man auf- und zuziehen kann, aber naja. Vielleicht sieht man es jetzt auch. Ich brauche etwas. Ich brauche etwas. Ja. Also ganz ehrlich, ich würde nicht versuchen, eine Schlange in diesen Käfig zu sperren. Ganz ehrlich. Mit diesem Käfig sollte es klappen. Die Gitterstäbe sind eng genug zusammen.
Gott sagen, denn, wow, wow, fucking mother of God, die Shitness. Ja, hallo? Das war's. Ausgezeichnet. Mann. Ich muss gerade sagen, hoi, hoi, hoi. Ja, und weg mit dem Vieh. Warum haben Sie eigentlich eine Schutzmaske, wenn ich fragen darf? Ich habe nicht immer in einer Tierhandlung gearbeitet, mein Freund. Zuvor war ich viele Jahre als Aushilfe in einer Metzgerei tätig. Zu mehr hat es leider nicht gereicht, weswegen man in meiner Gemeinde auf mich herabgesehen hat. Ich habe die Überreste aus dem Schlachthof gekarrt. Eine abstoßende Tätigkeit, bei der man sich außerdem schlimme Krankheiten einfangen kann. Lange kann man das nicht machen. Deswegen kam mir die Idee mit der Schutzmaske. Ich habe sie selbst gebaut und sie hat mir gute Dienste erwiesen. Später habe ich jedoch gekündigt und mit meinen wenigen Ersparnissen diesen Laden aufgemacht. Ich habe tausende Tiere sterben sehen und jetzt sehe ich sie leben. Haben Sie Interesse an einem Haustier? Wie wäre es zum Beispiel mit einem kleinen Kanarienvogel? Ja, immer doch. Nein, aber vielen Dank. Zurück zur Pension. Nein, du Arsch. Oh, ich würde sofort alles mitnehmen. Ach Gott. Was heißt hier eigentlich, zu mir hat es nicht gerecht? Mein Gott, also ich hasse Menschen, die sagen, andere Menschen seien schlechter als sie, nur weil sie jetzt quasi einen Job haben, der vielleicht nicht so angesehen ist wie Bankier oder sowas.